Das ist Jennifer, das beliebteste Mädchen an der Schule. Jennifer, können wir ein Selfie machen? Es wird 1 Million Likes bekommen. Jennifer, ich mag dich so sehr. Du? Niemals. Jennifer ist das reichste Mädchen. Mädels, seht euch mein neues Goldarmband an. Und meinen neuen Diamanten. Wow. Nicole, wisch dir den Mund ab. Hä? Hier ist eine Serviette. Bitte sehr, Miss. Ist das nicht Bargeld? Okay. Wow. Ist das das Teuerste auf der Speisekarte? Ich esse das Zeug jeden Tag. Hier ist Ihre Rechnung, meine Damen. Wow, wie viel? Mädels, ich mach das. Ich bin so gelangweilt. Glück kann man nicht kaufen. Schauen wir mal, was es auf Richstagram gibt. Oh nein, jemand folgt mir nicht mehr. Niemals. Das ist eine Katastrophe. Ein Albtraum. Das ist das Ende. Butler, ich muss mich entspannen. Hier ist ihr Goldeis, Miss Jennifer. Nur reines Goldeis kann den Schmerz in meiner Seele heilen. Ich bin so traurig. Richstagram liebt mich nicht mehr. So viel Gold. So viele Schätze. Warte, was ist mit dem Kamin? Das nehmen wir auch mit. Hier. Hey, was ist denn hier los? Eilmeldung. Das ist der Raub des Jahrhunderts. Die reichste Frau der Stadt steht ohne einen Cent da. Einbrecher sind in Jennifers Haus eingebrochen und nahmen all ihre persönlichen Gegenstände mit. Jetzt ist sie arm. Sie ist jetzt arm. Pfui, wie sie aussieht. Hallo Mädels. Das ist so eine Tragödie. Sie haben alles gestohlen. Gut, dass ich euch noch habe. Hier ist ihre Rechnung. Bezahlen Sie? Danke. Zahlst du für uns, Jennifer? Hä? Ich? Aber ich habe keinen Cent mehr. Was? Dann bist du nicht mehr unsere beste Freundin. Wie könnt ihr es wagen? Ich dachte, wir wären Freunde. Warte. An unserem Tisch ist noch ein Platz frei. Das legen wir einfach hier hin. Ich werde einfach ein paar neue Freunde finden. Oh, Pizza. Mehr brauche ich nicht. Hier ist keiner, also werde ich ein Stück essen. Versuchst du meine Pizza zu klauen? War nur ein Scherz. Guten Appetit. Danke, das ist sehr nett von dir. Bist du eine Königin oder was? Du solltest Pizza mit den Händen essen. Sei nicht so schüchtern. Auf keinen Fall. Ich bin doch kein Höhlenmensch. Kann ich die Serviette nehmen? Danke. Was? Eigentlich ist das sehr lustig. Überredet. Pizza mit den Händen zu essen ist sogar noch besser. Weißt du was? Ich habe gar kein Geld. Überhaupt keins. Kein Problem. Ups, ich auch nicht. Und was machen wir jetzt? Wir rennen. Wartet, wer wird dafür bezahlen? Ich werde abwaschen müssen. Ich hasse das. Reich zu sein war so schön. Jeden Tag habe ich das Geld regnen lassen. Leute, macht jetzt den Speisesaal sauber. Los, an die Arbeit. Kaugummi, Jennifer. Ah.
Das ist so schwer. Sowas ist nichts für mich. Aber ich habe eine Idee. Dieses Restaurant ist nur noch für die Selbstbedienung. Ich kann mich ausruhen. Was ist denn? Das war's. Ich bin fertig. Da steht Selbstbedienung. Seit wann? Es tut mir leid. Das ist ein Missverständnis. Jennifer! Ich hasse es, sauber zu machen. Jennifer, sieh mal! Ist das nicht ein Glück? Tommy, sieh mal! Ich habe einen Goldbarren gefunden. Ich bin wieder reich. Yay! Wow, gratuliere. Oh nein, es ist nur ein Schokoriegel. Aber jetzt können wir Schokotoast machen. Das Abendessen ist fertig. Lass es dir schmecken. Puh, was für ein tolles Mittagessen. Ich lege das Geld auf den Tisch. Wieder schmutziges Geschirr. Wow! So viel Geld. Ich habe dich so vermisst. Ich bin wieder reich. Das ist für das Essen. Siehst du? Du musst es mir geben. Nein! Doch! Ich will es behalten. Nein! Hier ist dein Trinkgeld. Das ist ein Witz. Wie unfair. Eines Tages bin ich wieder reich und dann gibt es ein Geldregen. Kena! Oh nein, meine Freundinnen sind da drüben. Ich will sie nicht sehen. Kopf hoch, Jennifer. Na schön. Oh, ist das nicht unsere Jennifer? Nimm meinen Mantel. Sie war mal eine von uns. Alles okay? Sie lachen über mich. Ich kümmere mich darum. Nehmen wir ihnen den Wind aus den Segeln. Meine Damen, hier ist ihr Wasser. Oh, es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Tommy, was hast du getan? Es tut mir so leid. Komm her. Du steckst in Schwierigkeiten. Hat jemand diese Frau gesehen? Da ist sie. Bist du das? Wir haben tolle Neuigkeiten. Du bekommst all dein Hab und Gut zurück. Ich? Wow! Danke. Aber wie? Wir haben die Räuber gefangen. Kriminell zu sein ist nicht gut. Wir werden es nie wieder tun. Danke, Officer. Jennifer, du bist die Beste. Setz dich doch zu uns. Nein, bei ihr, Verräter. Wir kündigen. Tommy, lass uns gehen. Hat euch unsere lustige Geschichte gefallen? Schreibt uns, ob ihr auch so reich sein wollt wie Jennifer. Abonniert uns und klickt auf die Glocke und verpasst kein Video mehr von Woohoo WoMotion.